Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable. Heute wird es Zeit für ein winterliches Weihnachtsoutfit, denn wie ihr seht, habe ich noch kein so richtiges weihnachtliches Outfit. Deswegen gucken wir heute mal, was ich da so zusammenstellen kann. Und dazu habe ich mich jetzt einmal in meinen Stall begeben, denn ich möchte auch das Pferd wechseln. Zwar ist Heidrun super und super weihnachtlich auch irgendwie, aber ich habe ein anderes Pferd im Kopf, das ich dafür nehmen möchte. Und zwar Lightbell, direkt auf der ersten Seite. Wen muss ich da erstmal? Setkiss nehme ich erstmal weg und tausche einmal mit Lightbell. Weil Lightbell finde ich noch einen kleinen Ticken schöner und sie ist schon so winterlich und sie hat schon so ein tolles Outfit an, was ich vielleicht nochmal ändern werde, das weiß ich noch nicht so genau. Ich bin da schon sehr begeistert. Ich habe gedacht, vielleicht geht da auch etwas Rotes, weil Rot ist ja doch irgendwie sehr weihnachtlich. Aber wir gucken erstmal, was ich überhaupt noch so Weihnachtliches in meinen Kleiderschrank habe. So, jetzt würde ich mal gucken, natürlich gucke ich erst einmal nach der Kleidung. Ich würde sehr gerne wieder so ein rotes Teil anziehen. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das überhaupt noch besitze. Das ist so die Frage der Fragen. Ob ich überhaupt noch diesen coolen Mantel habe. Das ist so der ganz alte, die ganz alte Weihnachtsjacke, die ich eigentlich auch immer noch schön finde. Aber ich würde sehr, sehr gerne ein Kleid anziehen. Ich habe die Kleider eigentlich alle gut sortiert, aber ich glaube mittlerweile... Ah, warte. Die müssen aber sein. Also das ist ein Muss. Aber warte, ich nehme die Handschuhe mal hier hin. Weil sonst finde ich die nie wieder und ich brauche die dann später wieder. So, hier habe ich auch die Weihnachtsmütze, die eigentlich auch voll ein Muss ist. Ja. Oh, die ist schon schön, die Weihnachtsmütze. Gefällt mir ganz gut. Wobei, ich könnte natürlich auch... Hier, genau, die habe ich eigentlich gesucht. Die Hirschmaske. Tauschen wir auch direkt mal aus. Okay. Jetzt ist natürlich nur die Frage, ach ja, ich muss ja auch noch eine Hose anziehen. Wobei ich das schon eigentlich sehr cool finde mit der Katze. Ich weiß nicht, ich habe das so mit der Katze. Ich gucke trotzdem mal weiter, weil irgendwo muss ich doch das ganze Zeug haben. Ach, hier habe ich noch die anderen Weihnachtsmützen. Ah, guck mal. Hat das so eine ganz kleine... Die ist ein bisschen heller. Und die ist ein bisschen dunkler. Und welche habe ich an? Achso, ich kann jetzt gerade nicht in mein Dings reingehen. Okay. Das ist aber auch irgendwie ganz weihnachtlich, ne? Dieses Kleid finde ich eigentlich auch schön. Oh mein Gott, dieses Kleid finde ich auch wunderschön. Warte mal. Ja. Und ich finde auch, dass das ein bisschen weihnachtlich aussieht. Jetzt passt die Mütze natürlich irgendwie nicht so richtig dazu. Ich würde aber tatsächlich die Katze und so, finde ich total gut so. Oh. Und rosa Schuhe. Okay, es wird ein ganz anderes Weihnachtsoutfit, als wie ich eigentlich dachte. Nee, also das mit der Katze finde ich richtig gut. Ich hätte das gerne in rosa, ne? Ich hätte gerne diese Mütze in rosa und die Herzen auf den Handschuhen auch in rosa. Das wäre so unglaublich cool. Oh, so finde ich das echt schon schön. Ausrüstung. Warte, ich glaube, ich muss mir eine neue Ausrüstung kaufen. Obwohl das hier ist auch sehr... Das ist halt auch die alte Wintertrense. Würde halt aber farblich zu meinem Outfit passen. mache ich auch mal hier. Oh mein Gott, es wird wirklich ganz anders, als ich dachte. Also komplett anders. Eine schöne pinke Schleife noch mit dran. Ja, das ist natürlich ein Muss. Das ist ein Muss. Obwohl die echt ein bisschen groß ist, ne? Ich hätte die ein bisschen kleiner. Wäre auch ganz cool. Habe ich hier noch... Das muss natürlich auch farblich dazu passen. Warte, die nehme ich auch hier hin. Das ist schon fast ein bisschen zu viel, oder? Schon fast ein bisschen zu viel des Guten. Sattel. Ich glaube, ich habe aber keinen passenden Sattel dazu. Obwohl, der würde schon gehen. Verdammt, der geht auch noch. Der passt voll auch noch dazu. Die Gamaschen passen nicht. Nee. Die passen jetzt tatsächlich nicht mehr, finde ich. Das ist dann doch ein bisschen zu übertrieben. Ich finde auch die hier total toll, aber die passen leider nicht dazu.
Warte mal. Eine Satteldecke habe ich natürlich keine passende. Weil mit Satteldecken ist es bei mir immer sehr, sehr rar. Okay, ich gehe nochmal hier in den Globalshop rein. Und guck mal bei Rosa. Ich hätte nicht gedacht, dass ich Rosa nehme. Oh, die Schleife ist zu viel, oder? Oh, ich glaube, die Schleife ist einfach zu viel. Ich guck mal von der anderen Seite. Wir lassen die Schleife erstmal außer Acht. Das. Uhu. Verdammt, das passt ja total gut dazu, zu dem Zaumzeug. Oh mein Gott, das wird so ein Candy-Pferd. 90 Starcoins ist auch ganz schön teuer, ne? Aber es sieht jetzt gerade zumindest passend aus. Ich nehme mal die Satteldecke. So, kann ich die direkt. Ich hätte die gerne direkt angelegt, eigentlich. Warte mal. So, mal gucken. Ja, doch, das passt schon zusammen. Okay. Wir brauchen unbedingt andere Gamaschen. Gamaschen. Hier, Candy Rosa. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist schon ein bisschen krass, finde ich. Das ist schon viel rosa. Sehr viel rosa. Mein Gott, das bin so gar nicht ich eigentlich. Warte mal, die Blumen, die passen total gut dazu. Die Blumen brauche ich auf jeden Fall. Das bin so gar nicht ich eigentlich. Weil so viel rosa ist selbst für mich eigentlich zu viel. Und ich weiß nicht, warum ich das gerade so toll finde. Der Sattel. Warte mal. Oh mein Gott, ein Flauschesattel. Was ist das denn? Den habe ich ja noch nie gesehen. Ein pinker Flauschesattel. Oh, ups. Seit wann gibt es den denn? Ah, der ist mir aber ein bisschen krass zu pink tatsächlich. Aber irgendwie voll cool. Oh mein Gott, eigentlich hätte ich total gerne diesen pinken Flauschesattel. Aber dann muss ich ein bisschen was ändern. Ah, das passt halt nicht zum Kleid und ich würde wirklich, wirklich gerne dieses Kleid anlassen. Oh, schwierig. Moment. Moment, ich muss noch mal kurz bei den Gamaschen gucken. Oh, das passt auch gut. Das würde halt ganz gut zum Sattel dann passen. Ein bisschen besser vielleicht sogar. Oh, jetzt habe ich mir die Satteldecke gekauft eigentlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, ist das das komplette Outfit dazu? Das sieht schon irgendwie ganz cool aus, so. Oh, das ist dann aber so Barbie-mäßig, ne? Das ist schon. Ich brauche einen anderen Sattel. Obwohl ich den total toll finde, den Flauschesattel. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Ich könnte vielleicht aber den alten Sattel dazu nehmen. Das wäre jetzt eigentlich ganz cool, wenn ich mir den angucken könnte. Aber das ist gerade ein bisschen schnell. Ich finde das Zaumzeug eigentlich ganz cool. Ich finde die Gamaschen auch ganz cool. Warte mal, ich glaube, ich kaufe mir das so erstmal. Und guck dann weiter. Ein bisschen schwarz wäre auch nicht schlecht. Wegen mein Outfit halt. Naja, aber das passt jetzt nicht so dazu. Oh, ich finde es immer wirklich relativ schwierig. Nee. Nee, das geht so nicht. Nee. Nee, ich möchte es doch eher zum Kleid alles ein bisschen. Und da passen tatsächlich die. Oder die? Besser dazu. Ja, ich glaube sogar die hier. Obwohl ich die hier echt cool finde, aber die sind doch ein bisschen sehr pink. Dann eher das. Eher so. Und die Satteldecke passt trotzdem immer noch. Das ist ganz schön. Und dann vielleicht gehen wir dann wieder zu Schwarz, um wieder ein bisschen was Ruhiges reinzubekommen. So zum Beispiel. Und ein anderer Sattel. Irgendein schwarzer Sattel. Der zum Beispiel. Oh, mein Schwarz steht ja nicht so gut.
Also wirklich, ich finde, schwarz steht ihr nicht so gut. Ich habe aber mal ein ganz tolles Zaumzeug gehabt. Dieses wunderschöne Zaumzeug im Besitz anzeigen. Das kaufe ich auch sehr gerne doppelt. Ja, das ist das hier. Das passt auch dazu. Und das hat Geschwindigkeit plus 3 zumindest. So würde das schon ganz gut passen. Da passt die Satteldecke wieder nicht. Ich hätte sie nicht kaufen sollen. Die Satteldecke. Ah, dieser pinke Der geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Was habe ich denn bei den anderen Outfits? Gibt es da nicht auch eine Satteldecke dazu, eine passende? Also, ja, die hier. Stimmt. Die war das. Und dann gab es, glaube ich, auch einen passenden Sattel dazu. Das war der. Das steht ihr halt unglaublich gut. Finde ich zumindest. Finde ich richtig, richtig gut. Ich würde es mir echt gerne doppelt einfach kaufen. Ich weiß, ihr sagt immer, das ist total die Verschwendung und so. Habt ihr vielleicht auch recht. Aber mir gefällt das einfach so gut, dass ich das auch mehr so entfernen möchte und ich möchte nicht wechseln. So, Moment, was ich nochmal ganz kurz gucken wollte, ist der Kopf. Gibt es hier eine schöne pinke? Oh, die passt leider farblich nicht so richtig dazu. Nee. Die passen nicht zum Kleid. Nicht so, wie ich es gerne möchte. Ich habe aber noch eine weiße, habe ich gesehen, und die würde dazu passen. Ja, so, warte mal. Nur Vorschau anzeigen. Den Pferdesachen. Nur Vorschau anzeigen. Ich nehme das. Ich achte auch echt nicht auf die Werte heute. Weil ich möchte es einfach nur schön haben. So, und das. Und die Blume passt leider nicht dazu. Und dann gehe ich mal raus. Ach, das war der alte Sattel. Okay. Ich wollte gerade sagen, hä? Okay, oh, habe ich die Blumen doch gekauft? Oh, ich bin echt zu voreilig, ne? Ich bin zu voreilig. Aber ich nehme sie mal. Oh doch, die sehen ganz süß aus. So, was ich noch machen wollte, ist jetzt die Mütze einmal ändern. Weil ich tatsächlich finde, dass die weiße Mütze dann besser zu diesem Outfit passt. Und die roten Herzen können ja ruhig bleiben. Und ich finde es trotzdem mega weihnachtlich. Und mir gefällt es. Ich finde es richtig gut. Klar, das Schwarze in den Kleidern und so, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen. Ja, es müsste weiß sein. Aber irgendwie finde ich es trotzdem gut. Ein bisschen was Dunkles drinne. Und der Rest vom Pferd passt auf jeden Fall auch dazu. Das Pferd an sich, das steht ihr super mega gut. Oh, mir gefällt das. Mir gefällt das so richtig gut. Okay, Light Bell ist ausgestattet. Gehen wir mal raus. Laufen mal ein paar Schritte. Und bewundern mal das Outfit, das mir persönlich sehr gut gefällt. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Es ist jetzt zwar ganz anders geworden, als ich eigentlich dachte und wollte. Aber ja. Oh, mir gefällt das richtig gut. Ja, eure Meinung dazu sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob euch das gefällt oder eher nicht so. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. I'll be your lifeline.